Hallo Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Was wollen wir heute machen? Wir wollen heute einen großen Zwirbel machen. Ich habe dazu eine Leinwand 40x40 mit Pushpins versehen. Und diese Leinwand soll möglichst ganz, ganz gerade liegen. Also im Zweifelsfall eure Arbeitsfläche lieber einmal mit der Wasserwaage ausmessen. Dann habe ich Farben vorbereitet. Ich sage euch die eben. Lukas Primär Rot 4850 Semi-Transparent 4826 Cadmium Gelb Hell von Lukas auch. Und dann einmal das schöne dunkle Violett. Das ist von der Farbe Amsterdam, von der Firma Amsterdam, die Farbe 568 Permanent Blau-Violett. So, das sind diese drei Farben. Und diese Farbe habe ich selbst angerührt aus Pigmenten und einem Pigmentbinder. Ihr könnt aber hier eine x-beliebige Farbe, die euch gefällt, wählen und damit weiterarbeiten. Ich habe jetzt mal so kleine Tupfen da drin, dunkle, dunkelviolette und hellpinke. Das Ganze ist so ein Ton dazwischen, eine Art Fliederton, der metallisch glänzt. Und weil ich gerne eine Metallic-Komponente dazwischen haben wollte, das müsst ihr aber nicht. So, außerdem, was ist dran außer Farben? Ich habe gearbeitet mit Liquitex Puring Medium und zwar 40%. Flötrol von der Firma Uvatrol. 10%. Dann an jede Farbe einen guten Esslöffel von dem Gloss Medium gegeben, weil ich möchte, dass es glänzt hinterher. Und ja, lauwarmes Wasser, weil die Temperaturen noch nicht so sind, dass man sagen kann, man kann mit kaltem Wasser arbeiten. Auf den purigen Medien steht drauf, dass man ungefähr 15 Grad erreichen muss, damit sie ihre Arbeit tun und funktionieren. Dementsprechend habe ich eben, wie gesagt, lauwarmes Wasser verwendet. Das ist noch ein bisschen zu fest. Das Mischen der einzelnen Bestandteile sollte sehr ruhig und ja, bedächtig, gründlich durchgeführt werden, damit sich auch alle Bestandteile gut vermischen. Ich habe das hier, um es abzukürzen, einfach gemacht. Dann sehen wir hier, dass das Gelb Luftbläschen hat. Diese Luftbläschen kommen bei manchen Farben mehr, bei anderen weniger. Meistens durch das Rühren. Ja, werden da einfach hineingerührt. Und deshalb wird hinterher, wenn das fertig ist, was wir jetzt hier machen wollen, einmal getorcht eventuell, wenn da noch zu viele Luftbläschen sind. Wir arbeiten heute bei dem großen Zwirl vollkommen ohne Silikon. So, die Farben weg. So, ich habe jetzt hier so einen großen Becher. Da schichte ich die Farben hinein. Und zwar anders als beim Flip Cup, wo man ja in der Vorbereitung durchaus auch mal aus hoher Höhe gießt, lassen wir das jetzt einfach am Rand hineingleiten. Ja,
und die nächste Farbe dann da drauf, sodass sich eine Schicht bildet und das Ganze nicht vermischt. So, ein bisschen kann durchaus passieren, dass es sich vermischt. Aber wir wollen es eigentlich nicht unbedingt haben. Ist auch nicht so schlimm, wenn es passiert. Aber bisschen vorsichtig gießen, dann es wird ein etwas besonderes Swirl. Okay. Schon mal ganz klasse aus. So. Ich nehme jetzt den Becher und lasse die Farbe, sehr schön metallisch schon kommt hier, einfach rüber plören und kreisförmigen Bewegungen ich ganz gleichmäßig durchführe. Hole ich die Farbe raus. Das mache ich jetzt immer weiter so. So. Da seht ihr schon mal. Das ausschaut richtig schön, die einzelnen Ringe. Das wollen wir jetzt auch gar nicht mehr großartig bewegen. Das wollen wir eigentlich so lassen. Die Restfarbe können wir jetzt hier in dem Topf noch mal anmischen und dann geben wir das außen rum. Intensiviert sich hier gerade richtig schön die Farbe. Wenn ihr seht, dass das zu einer Seite etwas Schlagseite bekommt, dann dreht ihr das einfach so ein bisschen um. Ja, ich will jetzt hier gar nicht zu viel machen. Und jetzt nehmen wir noch mal das Dunkle. Die Reste kratzen wir jetzt aus unseren Pötten zusammen. So. Dann so einen richtig schönen 3D-Effekt. Den wollen wir natürlich behalten. So. So, und dann könnt ihr euch überlegen, was ihr macht. Entweder macht ihr jetzt noch mal wieder weiter. Oder ihr gießt jetzt außen an. Ich entscheide mich jetzt für außen angießen. Damit wir jetzt hier mal ein bisschen die Ecken verkleidet kriegen. Das
kann sehr poppig aussehen. So ein Zwirl. Und obwohl ich das jetzt hier ausgelotet hatte und alles ganz gerade ist, seht ihr, das ist nicht so ganz ohne es. Und ich habe kein Silikon verwendet, überhaupt kein Silikon. Und trotzdem seht ihr, dass sich hier jetzt Zellen auftun. Das, was jetzt hier außen rum ist, das, was auch sehr reizvoll aussieht, bezeichnet man auch als Ribbons. So. Okay. Ich alles an Farbe verwenden. Das darf ruhig, so ein Zwirl, der darf ruhig richtig poppig aussehen. Da kann man ruhig knallige Farben nehmen. Man möchte hierbei unbedingt diese Baumscheibenringe sehen. Und ja, dass es jetzt hier trotzdem Zellen gegeben hat, obwohl an keiner Farbe Silikon ist, das mag daran liegen, dass ich eben mit Puring-Medium und Flötrol gearbeitet habe. Also ganz verschiedene Substanzen sind hier aufeinander getroffen. Außerdem noch ein Gloss-Medium, damit alles glänzt. So, jetzt verkleide ich hier mit den Resten die Ecken. Ich möchte das nicht kippen. Also wenn mir das nachher aus irgendwelchen Gründen dann doch noch zu wenig Farbe ist, dann mische ich mir lieber noch ein bisschen an. Deswegen verkleide ich jetzt erstmal mit dem Rest im Becher diese Ecken. Und dann entscheide ich, ob ich noch was anmischen werde. Aber da jetzt hier sehr viel noch übrig ist, sehr viel mache ich das mal. Das ist jetzt auch gar kein Ding. Wir nehmen jetzt einfach noch mal ein bisschen etwas von den Farben, die wir gerne außenrum noch mal sehen wollen. Bei mir ist das jetzt das Pink. Ich mag jetzt dieses unheimlich fetzige von diesem Pur. Ich mag die Farben. Metallic kommt toll durch. Das Gelb sieht sehr, sehr schön aus in Verbindung mit dem dunklen Lila oder Violett vielmehr. Doch, das ist richtig schön. Was ich jetzt noch mal machen werde, ist einfach ein wenig Farbe nach. Und die kippen wir dann noch mal am Rand hinzu. In der Zwischenzeit sehen wir schon, wo die Reise hingeht. Das heißt, wir sehen, ob unser Tisch gerade ist oder nicht. Und so wie das hier aussieht, habe ich wohl ein bisschen... hier, das sieht doch auch irre aus, diese Effekte. Klasse. Ein bisschen unebenen Tisch, weil das Ganze ein bisschen nach da läuft. Ist das jetzt ärgert, wenn ihr sowas seht und ihr möchtet das nicht, ne? Dann so, gehen wir das einfach da drauf. Mal gucken, wie das jetzt kommt. Genau. Das können
Können wir jetzt hier so ein bisschen angießen. Ja. Und dann seht ihr, was passiert. Man hat dann plötzlich genug Zeug, um zu sagen, das lasse ich jetzt mal da runterlaufen ein bisschen. Oder man stupst es an, dass es zu einer Seite läuft. Oder man sagt eben, das Risiko ist mir zu groß, dass es jetzt hier nicht mehr so ist, wie es mir gefällt. Und dann macht man es eben anders und Farbe nehme ich jetzt nicht, habe ich jetzt nichts mehr nachgerührt, weil ich gesagt habe, wir haben genug dunkle Bereiche hier und das Helle ist im Moment ja auch sehr angesagt, hell, poppig, fetzig, also insofern. So, und dass wir jetzt hier außenrum so ein bisschen dekoratives Muster haben, kommt eigentlich auch recht gut, weil es erinnert mich so irgendwie an 60er Jahre Look. So ein buntes Plattencover von aus der Zeit. Es wird jetzt hier ein Orange, aber das macht mir nichts. Also es darf ruhig poppig sein und bunt. Ich mag die großen Streifen, ich mag außenrum ein bisschen. Wenn man das jetzt, man kann natürlich auch dafür sorgen, dass man einfach von vornherein genug Farbe hat, okay. Und dann macht man alles in der Farbe immer weiter, immer weiter. Und dann hat man so ein Baumrindeneffekt, das ist auch, das soll ja auch sein, das haben wir hier ja auch. Aber es kann durchaus ein bisschen langweilig wirken, weil wir ja dann nur eine einzige Maserung haben. Das ist nämlich die vom Baum. Und ich finde das ganz schön, wenn wir hier so ein bisschen Abwechslung drin haben. Und das ist eine Geschmackssache und das könnt ihr ganz alleine für euch entscheiden, ja, wie euch das am besten gefällt. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, außenrum nochmal Ribbons. Ich habe Metallic Effekt. Zellen hat es gegeben, es sieht poppig aus, es sieht fetzig aus. Es ist mal ein bisschen anderes Styling. So. Das machen wir jetzt noch mal ein bisschen hier so in die Hecken. Das kommt ganz gut. So ein bisschen pink. Dass das nicht nur orange ist. Und hier auch nochmal. So. Und dann bin ich zufrieden, dann bin ich fertig. Das lasse ich jetzt einfach so stehen. Diese Bereiche mag ich total gerne. Die sind total, ja, richtig schön Pop-Art. Das gefällt mir. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Ich hoffe, es hat euch angeregt, nachzumachen, auszuprobieren. Wenn ihr Lust habt, lade ich euch herzlich ein, in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Ja, lasst es euch gut gehen. Tschüsschen!